Hallo, ich bin Dirk Verwein, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, einige von euch hatten sich ja von mir ein kleines Tutorial oder ja, Infos dazu gewünscht, wofür eigentlich die ganzen Menüpunkte, wer kennt EOS R, so sind. Ja, und ich habe mir dann überlegt, wie mache ich das am besten, wie bereite ich das am besten auf und habe mir dann so überlegt, für ein Video ist das Ganze vielleicht ein bisschen lang und vielleicht ist das auch ein Auftakt für eine schöne Playliste, wo ich euch die ganzen Funktionen der Canon EOS R nach und nach mal näher bringe. Das Video hier heute soll der Auftakt zu dem Ganzen sein. Das wird eine Playlist, die verlinke ich euch hier gerne unter dem Video. Das Video heute geht um das Aufnahmemenü beim Fotografieren. Da gibt es auch noch einen Unterschied zum Filmen und Fotografieren. Heute nur zum Fotografieren. Ich habe meine Canon EOS R. Dafür hier ein Kabel angeschlossen mit einem kleinen HDMI-Recorder und nehme, wenn das Ganze funktioniert, mit meiner Canon EOS 6D das Bild auf und versuche euch dann nach und nach die einzelnen Punkte zu erläutern. Ich hoffe, das hilft euch dann weiter. Ja, und wenn ihr keins der zukünftigen Videos aus dieser Reihe dann verpassen wollt und auch keins der zukünftigen anderen Videos, die hier auf meinem Kanal erscheinen werden, abonniert euch den Kanal, aktiviert euch die Glocke, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn eins der neuen Videos wieder auf meinem Kanal hochgeladen werden. Heute geht es ums Aufnahmemenü. Ich produziere übrigens das Video mit der Canon EOS R, mit der Firmware 1.4. So, und das ändert sich ja von Zeit zu Zeit, je nach Firmwarestand. Aber von daher, das sollte für die Kamera, aber teilweise sind die Menüpunkte auch für die M50, die mich hier gerade filmt, oder die 6D Mark II, die ich hier benutze, die sind teilweise identisch und von daher auch wahrscheinlich für alle anderen Canon-User interessant. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Nach dem Intro geht's los. Ich zeige euch heute die Aufnahme, das Aufnahmemenü und die einzelnen Menüpunkte meiner Canon EOS R. Fangen wir an mit dem Aufnahmemenü und ich werde euch hier so eine kleine Liste machen, zu welcher Zeit ich bei welchem Reiter des Menüs bin, damit ihr da schneller und einfacher euch zurechtfindet und den einen oder anderen Punkt dann auch mal direkt anspringen könnt. Ich verlinke das dann auch entsprechend, da braucht ihr nur draufklicken und könnt dann den einzelnen Reiter angucken und müsst euch da nicht durchhangeln, wenn ihr nur den einen oder anderen Menüpunkt finden wollt. Fangen wir an mit der Bildqualität. Die steht bei mir hier auf RAW und JPEG und ja, JPEG L, also in der niedrigsten Kompression, die sind von der Qualität halt am besten und hier RAW und nicht C-RAW, weil dieses C-RAW, da gab es von einem Kollegen, Buddy Team, vielen Dank da nochmal, auch ein Video, der hat das Ganze analysiert und seziert, möchte ich fast sagen, und das verlinke ich euch hier auch noch. Könnt ihr euch das mal angucken. Und das Ganze ist dann auch mit Qualitätseinbußen ein bisschen zu betrachten. Und hier oben rechts ist vielleicht noch ganz wichtig. Hier seht ihr gleich die Aufnahmeanzahl, die mit dieser Einstellung möglich ist. Habt ihr irgendwann mal Speicherplatzprobleme auf irgendeiner Veranstaltung, könnt ihr die Einstellung entsprechend umstellen und seht sofort, wie sich das auswirkt. Hier kann ich, wenn ich auf JPEG verzichte, gleich einiges an Fotos mehr schießen. Und wenn ich dann nur auf JPEG schieße, kann ich gleich 9999 Fotos schießen. Ist ein interessantes Feature, kann man sich ein bisschen zusammenstellen. Wenn ihr mit RAWs gar nichts anfangt, weder entwickeln wollt noch am Rechner bearbeiten, kann man es auch abstellen. Und wenn man die JPEGs sowieso immer wegtut und nicht verwendet, kann man die auch hier gleich abschalten und darauf verzichten, wenn man sowieso alles entwickelt. Aber das ist für mich so ein bisschen, ja, ich kann mich nicht ganz entscheiden. Einstellungen, von daher steht das bei mir. So, ja, Dual Pixel RAW ist auch ein nettes Feature, kennen viele aus dem Bereich Autofokus bei Canon. Das ist eine der stärksten von Canon, deswegen ist der Autofokus so gut. Jeder Pixel hat bei Canon zwei Dioden auf dem Sensor und das war es jetzt auch schon von dem technischen Aspekt. Aber das Ganze hat noch einen Vorteil, wenn ich das hier einstelle, kann ich diese Informationen der beiden Dioden in dem Canon RAW Converter nutzen, um die Schärfe ein bisschen anzupassen nachträglich. Ihr habt gesehen, das Ganze steht bei mir auf deaktivieren, wird deswegen nicht genutzt und die Information wird auch im RAW nicht mitgeschrieben. Und warum mache ich das Ganze? Weil ich einfach mit der Canon Software nicht arbeiten möchte und habe ich keine
kein Interesse dran. Und da, um Nuancen dann den Fokus nochmal zu verschieben und die Schärfentiefe zu beeinflussen, das ist jetzt, ich versuche die Schärfe immer direkt zu treffen. Und wenn nicht, dann lösche ich das Bild. Wenn ihr das nutzt, schreibt mir das gerne rein. Hat ihr euch das schon mal gerettet irgendwo bei irgendeiner Aufnahmesituation? Würde mich interessieren. Wer nutzt überhaupt die Canon-Software? Also ich kenne keinen, von daher schreibt mir das mal hier rein. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist das Ausschnitt- und Seitenverhältnis. Und das steht bei mir hier auf Full. Da sind vielleicht einige schon mal drüber gestolpert. Wenn sie ein APS-C-Objektiv an die Kamera geschraubt haben, dann geht das nämlich hier sofort auf Crop-Faktor. Dann habe ich einen 1,6er Crop-Faktor. Das ist die Standardeinstellung, wenn ich ein APS-C-Objektiv an der Kamera montiere. Aber ich kann hier auch schon sofort meinen Bildausschnitt auf 1:1, 4:3 und 16:9 setzen. Das ist eventuell ganz interessant, wenn ich zum Beispiel für Social Media oder so fotografiere. Ich kann dann die Bilder gleich entsprechend verwenden und sehe dann zum Beispiel, wenn ich das hier mal so einstelle, ich habe hier dann sofort nur den quadratischen Ausschnitt und das ist eventuell dann natürlich auch einfacher, um dann, und hier, ich zeige euch nochmal den Unterschied, hier ist halt der 3:2 Standardausschnitt, das ist eventuell hilfreich dann, um sofort die Bildkomposition ein bisschen zu beurteilen und dann entsprechend meine Bildgestaltung vorzunehmen. Von daher, bei Ausschnitt-Seitenverhältnis könnt ihr das Ganze einstellen. So, kommen wir zur Rückschauzeit und das habe ich hier auf Ausstehen. Das ist halt die Einstellung, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Ich stelle die hier mal auf 4 Sekunden. Das ist die Zeit, wie lange euer gemachtes Bild von der Kamera nachher nochmal wieder gezeigt wird. Also wenn ich jetzt hier einfach ein Foto mache, ganz schnell. So, dann zeigt die Kamera jetzt 4 Sekunden dieses Bild an und geht dann nachher wieder in den Live-View und in den Arbeitsmodus. Ich habe das auf Ausstehen. Weil ich gucke mir die Bilder lieber manuell an, wann ich sie brauche, wann ich da Interesse dran habe. Im Standard habe ich da eigentlich keinen Bedarf dran, von daher steht das bei mir auf Aus. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Auslöser ohne Karte bestätigen steht bei mir auf Off. Heißt, die Kamera reagiert eigentlich auf den Auslöseknopf gar nicht, wenn ich keine Karte in der Kamera habe. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Karte einfach aus der Kamera mal rausnehme. So, dann wird hier unten sofort angezeigt, Card und hier oben keine Speicherkarte und ich kann, die Kamera fokussiert also noch nicht mehr, die löst nicht aus, die macht gar nichts. Stelle ich das aber auf On und aktivieren, dann steht da On, dann fokussiert sie und nimmt trotzdem auf, ihr hört das, sie löst also ganz normal aus. Das ist natürlich ziemlich gefährlich. Es steht zwar hier oben keine Speicherkarte, aber zum Beispiel im Schulterdisplay steht es nicht. Und man hat natürlich dann schon mal die Gefahr, dass man aufnimmt, ohne dass man die Karte eingelegt hat. Von daher hier auf deaktivieren. Die Kamera reagiert nicht, nur wenn ich die Karte eingelegt habe. Das ist deutlich sicherer. Während der Stande, wenn ihr irgendwo auf dem Fotowalk seit den ganzen Tag rumfotografiert habe und zu Hause merkt, dass die Karte zu Hause geblieben ist. Dann kommen wir zum Reiter 2 und da geht es los mit der Objektiv-Aberrationskorrektur und das ist auch eine Spezialität, die Canon anbietet. Da gibt es eine Datenbank in der Kamera und die kann man auch noch erweitern über die Canon-Software, über dieses EOS Utility. Da kann ich die Daten eines Objektivs in die Kamera laden und diese Daten werden sofort bei der JPEG-Entwicklung von der Kamera verwendet, um diese Korrekturen, also Vignettierung, Verzeichnung, Farbfehler und Beugungskorrektur, was es so gibt, auf das JPEG anzuwenden. Mache ich RAW-Aufnahmen, werden diese Informationen auch ins RAW mitgeschrieben und die Canon-Software kann diese dann auch nutzen, um dann entsprechende Korrekturen vorzunehmen. Lightroom und andere RAW-Konverter haben da auch schon Möglichkeiten, um Daten auszuwerten und die brauchen auch nicht diese Daten, die können das über EXIF-Daten machen, die haben eigene Datenbanken für die ganzen Kameras. Und hier noch ein kleiner Hinweis, hier gab es bei Sigma oder bei Sigma-Objektiven auch gerade am Anfang noch Probleme, wo Sigma empfohlen hat, diese Korrekturdaten auszuschalten. Wenn es da zu Bildproblemen kommen kann, sollte man da vielleicht nochmal gucken und das lieber ausschalten, um die ganzen Korrekturen nicht zu nutzen. Ja, Steuerung externes Speedlight, das ist, wenn ich mir auf den Hotshoe hier auf der Kamera halt einen externen Blitz montiere, kann ich je nach Blitz hier halt verschiedene
Einstellungen vornehmen. Da mache ich euch gerne noch ein gesondertes Video zu. Da gibt es einiges zu beachten, was dann vielleicht für die ein oder anderen, die gar nichts mit Blitzen zu tun haben, ein bisschen über wäre jetzt. Da kommen wir schon zum Reiter 3. Das ist alles so ein bisschen was mit Belichtung zu tun hat, verbirgt sich darunter. Und wenn ich auf dem auf der Blendenvor- oder Zeitauswahl meine Kamera stehen habe, also auf AV oder TV, führt die Kamera ja eine eigene Belichtungsmessung durch und stellt sich die restlichen Parameter entsprechend ein, dass ein gut belichtetes Foto dabei rumkommt. Manchmal bin ich da aber nicht mit zufrieden, dann kann ich hier in die Belichtungskorrektur gehen und sagen, ich möchte das heller und dunkler haben, kann das hier mir so einstellen, wie ich das haben möchte. Das ist das gleiche, das zeige ich euch hier nochmal, wie hier unten. Wenn ich das hier einstelle, passiert das gleiche, nur ich habe es dann gleich mit dem Modusregler in der Hand und kann dann halt hier entsprechend meine Kamera überstimmen, die Belichtungseinstellung, und die Kamera akzeptiert das dann, geht dann die Werte hoch und runter und passt die entsprechenden Parameter noch so an, dass dann mein Wunsch da umgesetzt wird. Wenn ich es noch ein bisschen spezieller haben will, kann ich hier noch, kann ich hier auch noch in die Belichtungskorrektur die Einstellung vornehmen, um eine Belichtungsreihe einzustellen, und dann kann ich hier über das Drehrad also noch zwei zusätzliche Striche und je nach Einstellung bis zu 5 oder 6 sogar Striche mir herbeizaubern. Und dann macht in diesem Fall die Kamera ein unterbelichtetes, ein korrekt belichtetes und ein überbelichtetes Foto. Und wenn mir das noch nicht richtig genug ist, kann ich das Ganze hier auch noch mit dem Regler wieder komplett verschieben und sagen, ich mache 1 mit 4, 3 und 2 Stufen unterbelichtet und kann dann so ganz individuell meine Einstellung vornehmen, um zum Beispiel Bilder für ein HDR mir zu erstellen, um das dann nachher am Rechner eventuell zu verrechnen oder halt um sicher zu sein, dass alle Variationen eventuell, wenn ich mir halt unsicher bin beim Belichten, und so habe ich halt die Möglichkeit, mir gleich 3 Bilder schießen zu lassen in allen Variationen. ISO-Empfindlichkeitseinstellung, da verlinke ich euch gerne noch ein Video, das es hier auf meinem Kanal schon gibt dazu. Da kann ich alle möglichen Einstellungen zur ISO noch vornehmen. Das fängt einmal hier an mit dem zweiten Bereich, in welchem ISO-Bereich die Kamera überhaupt arbeiten kann. Das ist also standardmäßig auf 100 bis 40.000. Das kann ich auch noch höher setzen. Dann habe ich, welche ISO-Werte überhaupt genutzt werden sollen. Ich kann das auch automatisch stellen oder die ISO auch fest auf 100 setzen oder was anderes. Dann den Bereich, den die Kamera für ihre ISO-Automatik überhaupt benutzen darf. Also hier in meinem Fall darf die Kamera nur bis 12.800 überhaupt gehen. Und hier die längste Verschlusszeit steht hier auf Auto. Da gibt es einen Brennwert, Umrechnungsfaktor. Wie gesagt, da gibt es ein Video auf meinem Kanal. Da habe ich das erklärt. Da kann man dann sehen, wie die Kamera die ISO auswählt und an welchen Regeln die das ausmacht und ab wann die halt den höheren ISO-Wert auswählt. So, dann haben wir hier die automatische Belichtungsoptimierung schon als nächsten Punkt. Die ist auch wieder nur für die JPEG-Entwicklung innerhalb der Kamera, und da versucht die Kamera halt zwischen Helligkeit und Kontrast ein ausgewogenes Verhältnis irgendwo herzustellen, um ein gut ausgeleuchtetes oder belichtetes Foto zu erstellen. Und hier kann ich das Ganze einstellen, wenn mir das zu viel oder zu wenig ist, damit ich da meinen Wünschen entsprechend die JPEGs eventuell sofort aus der Kamera verwenden kann. Kommen wir zur Tonwertpriorität, und das kennen gerade Landschafts- und Architekturfotografen vielleicht ganz gut. Manchmal ist der Himmel einfach ausgefressen, weil ich irgendwie starke Kontraste habe, einen dunklen Wald im Vordergrund, der Himmel ist zu hell, und irgendwo kriege ich da keine ausgewogene Belichtung hin. Und der Himmel ist dann ausgefranst, da sind keine Informationen, das ist ausgefressen. Da habe ich meine Belichtungswarnung an, da sind keine Informationen, die die Kamera mehr hat. Das kann ich mit der Tonwertpriorität ein bisschen umgehen, und zwar verschiebe ich meine Priorität. Das sagt halt, es kann dadurch sein, dass die dunklen Werte wirklich abgesoffen sind und keine Informationen sind, aber dadurch werden halt die hellen Bereiche versucht zu retten der Kamera. Und gerade so bei Sonnenuntergangssituationen oder Sonnenaufgangssituationen, wo man dann halt
gegen die Sonne fotografiert, ist das eventuell sinnvoller, dann zu sagen, ich möchte diese Farben und diese Information im Bild noch auf jeden Fall gerettet bekommen. Und dann säuft halt das ein oder andere im dunklen Bereich ab oder ist ein bisschen verrauschter. Das kann ich in der Nachbearbeitung eventuell dann noch einfacher retten, als wenn die Kamera überhaupt keine Informationen mehr liefert. Von daher, das ist Tonwertpriorität. Damit kann man das Ganze entsprechend dann abrufen. Kommen wir zum Messtimer. Und der Messtimer, wer sich schon mal die Belichtung abgespeichert hat seiner Kamera, ja, das geht über die Sterntaste zum Beispiel, kann ich halt auf mein Motiv gehen und die Belichtung schon mal in die Kamera ablegen. Die wird dann beim Auslösen nicht neu gemessen, sondern ist gespeichert. Und hier kann ich die Zeit eingeben, wie lange die denn gespeichert werden soll. Und das geht zwischen 4 Sekunden und 30 Minuten. Das ist ganz sinnvoll und man sieht das daran, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich habe die jetzt abgespeichert sofort, hier ist der Stern und nach 8 Sekunden verschwindet er jetzt in meinem Fall, bei 8 Sekunden war das gespeichert. Ich kann das hier nochmal eben zeigen. Also ich speichere das, drücke die Taste und nach 8 Sekunden ist dieser Stern wieder verschwunden. Die Speicherung des Wertes ist weg. 8 Sekunden ist der Standard. Und ja, nettes Feature, wenn man weiß, was man einstellt, kann man dann seinen Wünschen entsprechend ansprechen. Wenn es einem immer zu schnell verschwindet oder so, kann man es da ein bisschen verlängern. Belichtungssimulation, einer der großen Vorteile meiner Meinung nach von Systemkameras. Ich kriege die Belichtung im Sucher und im Display sofort angezeigt. Das Killer-Feature schlechthin bei Systemkameras. Ich weiß nicht, aber man kann das deaktivieren. Und ich zeige euch erstmal eben kurz hier. Also ich habe die jetzt hier aktiviert. Und ihr seht hier unten steht auch Exposed Simulation, also das Kürzel dafür. Und man sieht sofort, wenn ich hier die Belichtungskorrektur wähle, hell und dunkel drehe, wird mir sofort die Belichtung im Sucher und im Display entsprechend angezeigt. Ja, und das kann ich ja halt mit dem Deaktivieren abstellen. Und egal, was ich hier einstelle, hier steht es jetzt auch, wird mir keine Korrektur angezeigt. Das Ganze kann ich mir auch noch auf der Tiefenschärfen-Kontrolltaste legen, wenn ich mir eine dafür programmiert habe. Ich habe das jetzt im Moment nicht. Warum man das machen kann, keine Ahnung. Wer nutzt das von euch? Gerne in die Kommentare. Warum schaltet man sich die Belichtungssimulation ab? Ich kann es nicht. Wer da ein praktisches Beispiel für hat, da bin ich wirklich sehr neugierig und gespannt auf eure Vorschläge, wofür man das vielleicht nutzen kann. Schreibt mir das mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Kommen wir zum Reiter 4. Das ist alles so ein bisschen, was mit Farben zu tun hat. Da kann ich den Auto-Weißabgleich zum Beispiel einstellen, aber ich kann mir auch den Weißabgleich festnageln auf irgendwelche Werte hier. Also wenn ich blitze oder eine feste Farbtemperatur oder auf manuell, leuchtstoffwolkig oder automatisch. Die Automatik funktioniert ganz gut, aber wenn ich irgendwelche Veranstaltungen oder so fotografiere und sage, ich möchte, dass die Bilder alle den gleichen Look haben, sofort aus der Kamera raus, kann ich mir das auch da fest einstellen. Ich kann mir das hier auch über Custom WB, kann ich mir eine weiße Fläche fotografieren in der Lichtumgebung und das dann da festlegen als, das ist mein Weiß und die Kamera entwickelt dann die Bilder halt anhand dieser Werte. Wer da noch ein Video zu haben will, wie ihn das interessiert, gerne in die Kommentare. Da mache ich euch gerne auch noch mal was zu. Das ist ein relativ spezieller Fall. Wie gesagt, ich nagel mir den, wenn ich jetzt mit zwei Kameras hier aufnehme, gerne mal fest auf 5500 oder was auch immer. Ja, wer da Interesse dran hat, ich erkläre euch das gerne. Hier gibt es noch diese Korrektureinstellung. Da kann man das Ganze noch ein bisschen verschieben, um das Ganze seinen persönlichen Wünschen noch anzupassen. Beziehungsweise, wenn man mal mit Filtern arbeitet, kann man das dann noch ein bisschen hin und her regeln. Hier haben wir dann noch den Farbraum, den wir einstellen können. Ich habe das hier auf Adobe RGB gestellt. Das sagt nichts anderes. Oder das ist der Farbraum, der am meisten Informationen in meinen Dateien hält. Die Kamera nimmt also alle Informationen mit. Das kann ich noch einstellen auf sRGB. Wenn ich jetzt nur für Internet, Social Media fotografiere, nur ein JPEG, das wird auf handelsüblichen Monitoren nur angezeigt, kann ich das auch gleich unterstellen. Ansonsten Adobe RGB. Dann haben wir hier den Punkt Bildstil. Hier gibt es eine ganze Reihe von Vorauswahlmöglichkeiten für den Bildstil. Und wenn der ein oder andere schon mal Wars von euch entwickelt hat, der weiß, den kommen die ein oder anderen Begriffe ja auch bekannt vor.
Das ist das gleiche Prinzip. Das ist einfach nur, um das JPEG mit einer gewissen, mit gewissen Parametern zu entwickeln. Und da gibt es einige. Ich kann hier auch zum Beispiel sofort in Schwarz-Weiß meine Bilder vorauswählen lassen oder vorentwickeln lassen von der Kamera. Das spielt nur bei der JPEG-Entwicklung eine Rolle. Und ich kann hier noch die Werte anpassen, wenn ich das möchte. Also die Farbsättigung, Farbton und so weiter und so fort. Wer halt nur in JPEG fotografiert, der kann da so einen kleinen Filmlook oder einen kleinen Bildlook seinen Bildern sofort mitgeben. Wichtig ist aber nur, ein kleiner Hinweis deswegen, die Bilder, auch wenn ich in RAW schieße, werden im Display anhand dieser Werte auch angezeigt. Von daher, wenn ich das auf Monochrom stelle und in RAW schieße, wird mir das trotzdem auch in schwarz-weißem Display angezeigt. Daher aufpassen, ihr habt aber im RAW trotzdem alle Farben noch drin und könnte das dann noch in Farbe auch wieder entwickeln. Nur wenn er JPEG fotografiert, ist beim Monochrom tatsächlich auch die Farbe weg. Kommen wir zu Punkt 5 schon. Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung ist auch so ein bisschen älteres Thema. Wenn ich Langzeitbelichtung mache, alles über, ich weiß gar nicht, welche Zeit es da ist, aber ab einem gewissen Zeitraum fangen die manche Sensoren an, ein Rauschen zu reduzieren. Das ist manchmal in Bildern sichtbar. Hier kann ich einfach sagen, ich möchte nach so einer Langzeitbelichtung eine Belichtung mit verschlossenem Verschluss durchführen. Und dann wird der Sensor gleich belastet und gibt natürlich dann das gleiche Ergebnis beim Rauschen. Und diese Information nutzt die Kamera dann, um das Rauschen aus dem erstgeschossenen Bild wieder rauszurechnen. Wer viel mit Langzeitbelichtung sich beschäftigt, der sollte da mal reingucken, wenn man noch Probleme mit dem Rauschen hat. Das ist eine Möglichkeit, um das Rauschen da noch rauszuholen. Eine andere Möglichkeit, Rauschen bei JPEGs rauszuholen, ist die High-ISO-Rauschreduzierung. Das ist das gleiche wie beim RAW-Converter, Rauschen entfernen Option, nur wieder innerhalb der Kamera. Ich kann dem JPEG-Entwickler innerhalb der Kamera sagen, wie sehr der das Rauschen entfernen soll. Rauschreduzierung ist immer mit Schärfeverlust behaftet, von daher ein bisschen vorsichtig sein. Da kann es ein bisschen zu Qualitätsverlust kommen. So, Staublöschungsdaten ist ein anderer Punkt. Wenn ich jetzt irgendwo mal Staub festgestellt habe auf meiner Kamera und keine Möglichkeiten habe, diesen sofort zu entfernen, obwohl die Canon wirklich sehr unempfindlich dagegen ist, meiner Meinung nach, kann es immer mal vorkommen. Macht euch ein Foto von einem weißen Blatt Papier, das geht darunter, speichert das so ab, das sind dann daran erkennt die Kamera die Staublöschungsdatum und ergänzt die danach geschossenen Bilder immer mit diesen Werten, um dann in der Nachbearbeitung, leider auch nur wieder bei der Canon-Software, diese Werte zu nehmen, um dann den Staub aus den Bildern wieder rauszurechnen, so gut es geht. Digitale Bearbeitung ist immer ein bisschen verlustbehaftet, von daher, aber man kann es versuchen. Es schadet nicht, es geht nur bei der Canon-Software, aber wenn man auf irgendeiner Veranstaltung fotografiert, merkt, oh, da ist Staub drauf, ich habe nichts zum Reinigen dabei, kein Blaseball, keine Pads oder was auch immer, das ist noch eine Option, macht eben von weißem Stück Papier, das muss sauber, kein Muster natürlich sein, macht eben ein Foto davon, speichert das darunter als Staublöschungsdaten ab und ihr könnt versuchen, das mit der Canon-Software nachher noch zu retten. Touch-Auslöser habe ich hier auf Deaktivieren stehen. Das ist, wenn ich mit dem Finger aufs Display touche, wird da fokussiert und sofort ein Bild gemacht. Mehrfachbelichtung ist eine Sache aus alten Zeiten, der Nostalgie eventuell wegen. Da kann ich ein Bild mehrfach belichten. Das hat man früher so gemacht, dass man den Negativ halt beziehungsweise den Film, das war dann auch kein Negativ, das muss ja erst noch aus der Filmrolle wieder gemacht werden, aber den Film transportiere ich nicht weiter und mache mehrere Aufnahmen auf einem Stück von dem Film. Dadurch kann man dann halt entsprechende Kompositionen, was weiß ich, ein Mond in eine Landschaft reinzaubern, ohne da digital an dem Rechner was zu machen. Ich bin eher so derjenige, der das dann in Photoshop und Lightroom bearbeitet. Wenn einer von euch das so macht, gerne in die Kommentare, da bin ich mal auf eure Ergebnisse und Bilder gespannt. Verlinkt mir das gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren, wer damit wirklich noch kreativ arbeitet. Sehr interessant, sehr künstlerisch und sehr anspruchsvoll so zu arbeiten. Daumen hoch dafür. Mich interessieren eure Ergebnisse, zeigt mir die, verlinkt die in die Kommentare.
HDR-Modus ist auch so eine ähnliche Geschichte wie die Mehrfachbelichtung. Ich kann halt mehrere Bilder von einem Motiv machen lassen, von der Kamera, am besten auf Stativ. Die verrechnet die dann zu einem HDR-Foto, also mit, zu einem Bild mit einem erhöhten Dynamikumfang. Die belichtet ein Bild unter, eins über und eins richtig, verrechnet die. Und ich kann hier ein paar Einstellungen machen, wie das Ganze nachher aussehen soll. Problem, ich habe da nachher nur ein JPEG zur Verfügung. Ich kann es nicht weiter bearbeiten, deswegen mache ich das lieber über die Belichtungskorrektur, mache drei RAWs in verschiedenen Belichtungen und rechne mir die nachher in Lightroom oder Photoshop zusammen und habe dann halt Einfluss auf alle Parameter, ohne dass ich da nur das JPEG nachher noch habe und mit dem Ergebnis leben muss, was da direkt aus der Kamera kommt. Dann sind wir auch schon bei dem Menüpunkt 6 und da gibt es einen Langzeitbelichtungstimer, der ist auf deaktiviert und standardmäßig ausgegraut. Ist ein bisschen blöd geregelt. Hier steht auch, ist im aktuellen Aufnahmemodus nicht verfügbar, wenn man drauf geht. Könnte man eventuell von Candy auch mal reinschreiben, in welchem Modus es denn verfügbar ist. Ich zeige es euch hier. Es ist nur im Bulb-Modus verfügbar und ich kann dann hier über diesen Punkt sagen, kann ich dann die Belichtungszeit über Info einstellen und das geht bis zu fast 100 Stunden, kann ich halt die Belichtungszeit einstellen. Praktischer Nutzen. Also ich finde es gut, dass man was über 30 Sekunden bis 10 Minuten machen kann. Warum man so lange darauf machen muss, keine Ahnung. Da braucht man dann schon eine dauerhafte Stromversorgung und solche Sachen. Aber wer den Anwendungsfall hat, der kann es halt hier drüber einstellen. So, dann Anti-Flacker-Aufnahme haben wir noch. Das menschliche Auge nimmt das manchmal nicht wahr, aber manche Lampen, Leuchtstoffröhren, die kennen die meisten, aber auch LED-Lampen, neigen dazu, dass sie von Zeit zu Zeit flackern oder flackern und man sieht es nicht direkt. Von daher, die Kamera erfasst das und versucht dann, diesen Flackermoment auszugleichen und dann in einem nicht flackernden Moment das auszulösen und zu belichten. Das führt dazu, dass der Auslöseknopf vielleicht ein bisschen langsamer reagiert und auch die Reihenaufnahme langsamer durchgeführt wird. Aber man hat dadurch ein vernünftig belichtetes Foto, wenn es funktioniert. Von daher hat man da die Option, das noch auszuwählen. Der leise Auslöser, der Silent Shutter, da haben ja alle, die kennen EOS R, ja, gefeiert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall für Hochzeiten und Konzert und andere Optionen natürlich super. Für Kirche, Theater, Ballett oder was auch immer, wo man nicht stören will. Aber Obacht, wenn ihr diese ganze Sache einstellt, erstmal sind dann die Reihenaufnahmen nicht mehr möglich. Ich kann nicht mehr blitzen. Das kann man noch mit leben. Aber ich habe manchmal Streifen in den Bildern. Da haben einige Leute von euch ja tatsächlich größere Probleme. Deswegen auf jeden Fall, bevor ihr das nutzt, testen, bevor ihr da irgendeine ganze Hochzeit mit shootet und dann euch wundert, warum da immer solche Balken sind, ist ein bekanntes Problem. Sollte man also vorher testen und dann lieber Krach und Foto anstatt Balken und geräuschlos fotografiert. Dann haben wir noch die leise Live-View-Aufnahme und die steht hier bei mir und das ist, glaube ich, auch der Standard im Modus 1. Sinn habe ich nicht erkannt, ich höre da keinen Unterschied, ehrlich gesagt, aber ich trage auch Hörgeräte, von daher bin ich da vielleicht nicht der Maßstab, aber ich höre da tatsächlich keinen Unterschied irgendwo und ja, ich fotografiere auch nicht viel im Live-View-Modus, von daher, man kann es hier einstellen auf Modus 2 und deaktivieren, ich kann es glaube ich genauso deaktivieren, ich habe da keinen Unterschied, ja. Könnt ihr mir ja reinschreiben, nutzt ihr das aktiv und bewusst und habt ihr da irgendwelche Vorteile durch? Vielleicht bei einer anderen Canon-Kamera oder so, also ich merke da nicht viel. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt und den kann ich euch auch nicht zeigen. Und das ist die schnelle Reihenaufnahme und die Schnellanzeige in der Reihenaufnahme schnell oder hoch. Kann ich euch nicht zeigen, geht nur mit RF-Objektiven und soll aber angeblich die Blackout zwischen den einzelnen Aufnahmen im Sucher ausgleichen, beziehungsweise die sollen dadurch minimiert werden. Puh, kann ich euch nicht zeigen, habe ich kein RF-Objektiv. Von daher, wer ein RF-Objektiv hat, gerne mal ausprobieren. Schreibt mir eure Ergebnisse, würde mich mal interessieren. Soll nur bei Reihenaufnahme schnell funktionieren und einen Vorteil bringen und von daher würde mich euer Feedback da sehr freuen.
Ja, das war das Aufnahmemenü meiner Canon ESR. Den einen oder anderen Menüpunkt kennt ihr bestimmt auch aus den anderen Canon-Modellen. Da hat sich nicht viel getan. Ja, ich hoffe, das Ganze konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare oder Anwendungsbeispiele habt oder Fragen zu den einzelnen Punkten oder Videos zu den einzelnen Punkten noch haben wollt, die euch dann noch ein bisschen tiefergehend interessieren. Alles in die Kommentare, lese ich mir alles wie gehabt durch. Freue mich auch über jeden Kommentar und ja, auch über jedes Like. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, ich verlinke euch die einzelnen Seiten, wo die Reiter behandelt wurden nochmal. Dann könnt ihr zu den einzelnen Punkten nochmal hin und her springen, wenn ihr das nachher nochmal sehen wollt. Teilt das Video gerne weiter. Abonniert den Kanal, wenn ihr keines der zukünftigen Videos verpassen wollt und aktiviert euch die Glocke dazu. Ja, und wenn euch das Ganze so gefallen hat, lasst es mich wissen, dann mache ich euch auch zu den anderen Menüs noch entsprechende Videos und auch zu den anderen Funktionen, die da die Canon EOS R noch mit sich bringen. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Fotografieren, sage danke fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.